Hallo meine lieben Freunde meines Kanals, schön, dass ihr bei diesem Infovideo wieder dabei seid. Heute geht es um das Thema Vorsicht vor betrügerisches Online-Trading. Angebliche Handelsplattformen locken Verbraucher und Verbraucherinnen mit verlockenden Gewinnversprechen. In den letzten 12 Monaten wurden über 50 verschiedene Plattformen Gegenstand von Beschwerden bei der Marktbeobachtung der Verbraucherzentralen und des Verbraucherzentralen-Bundesverbands, also VZBV. Diese Online-Handelsplattformen versprechen hohe Gewinne bei geringstem Risiko durch den Handel mit Differenzkontrakten, also CFDs, Währungen und Kryptowährungen, offensichtlich mit Erfolg, da die Marktbeobachtung der Verbraucherzentralen und des VZBV in den letzten 12 Monaten Beschwerden über mehr als 50 verschiedene Plattformen erreicht haben. Wenn Verbraucher und Verbraucherinnen sich darauf einlassen, droht der Verlust ihres gesamten investierten Geldes. Das Geld fließt nämlich nicht in reale Handelsaktivitäten oder Kapitalanlagen, sondern verschwindet auf undurchsichtige Weise. Diese Plattformen locken Verbraucher und Verbraucherinnen in der Regel mit irreführender Werbung im Internet oder über Social Media. Dort wird beispielsweise über den angeblichen Erfolg des Handelssystems in der TV-Show Höhle der Löwen berichtet. Oder bekannte Persönlichkeiten schwärmen von ihren positiven Erfahrungen. Wie zum Beispiel Dieter Bohlen, der hier für diesen Zweck gerne mal missbraucht wird. Oder auch Günther Jauch wurde hier schon gesehen. Diese Aussagen und Erfolgsnachweise sind jedoch alle gefälscht. Die hier genannten Darsteller haben mit der gesamten Situation keinesfalls was zu tun. Weder haben sich die Prominenten jemals positiv über die beworbene Handelsplattform geäußert, noch hat es einen Auftritt in der bekannten Fernsehsendung gegeben. Die Plattformen fordern in der Regel zunächst nur eine geringe Startinvestition von 250, 500 oder 1000 Euro. Dieser Betrag wächst jedoch schnell mit Hilfe persönlicher Betreuer, die die Verbraucher und Verbraucherinnen intensiv telefonisch betreuen. So berichten betroffene Verbraucher und Verbraucherinnen, die persönlichen Berater geben sich am Telefon als kompetente Finanzbroker mit langjähriger Handelserfahrung aus und gewinnen so das Vertrauen der Neukunden. Sie installieren eine entsprechende Software auf dem Computer der Verbraucher, führen profitbringende Trades durch und drängen mit großem Druck dazu, größere Geldbeträge einzuzahlen, um sowohl für sie selbst als auch für die Verbraucher und Verbraucherinnen einen echten Gewinn erzielen zu können. Die Kontobewegungen und steigenden Guthaben, die auf dem Online-Anlagekonto sichtbar sind, wirken für viele überzeugend. Für normale Bürger sieht es wirklich professionell aus. Ist gut gemacht, aber es ist alles nur Fake. Es findet kein tatsächlicher Handel statt. In den Telefonaten habe ich euch hierzu schon des Öfteren darüber unterrichtet, dass oftmals Demo-Fake-Konten für die Kunden eingerichtet werden, um dann letztendlich die Show laufen zu lassen und ja so zu tun, als würde man wirklich an der Börse handeln. Doch dabei handelt es sich eigentlich nur um ein Demo-Konto, wo man euch die gesamte Finanzgeschichte und eure Gewinne vorgaukeln wird. Das Problem wird für die Verbraucher erst sichtbar, wenn sie ihr Geld auszahlen lassen möchten. Denn eine Auszahlung findet bei diesen Firmen nicht statt. Im Gegenteil, wenn die Verbraucher und Verbraucherinnen einen solchen Wunsch äußern, werden sie aufgefordert, weitere 1000 Euro zu überweisen. Sei es als Liquiditätsnachweis für die Vorabzahlung von Gewinnsteuern an einen ausländischen Handelsplatz oder für den Abschluss einer Versicherung,
zum Schutz des bisher eingezahlten Gewinns zum Beispiel. In anderen Fällen kehrt sich der positive Trend im Depot plötzlich um, bis kein Geld mehr übrig ist. Na sowas aber auch. Die Auszahlung von Guthaben wird immer wieder weiter verzögert. Sind die plötzlichen Ansprechpartner auch nicht mehr erreichbar? Verbraucher, die sich bei den Verbraucherzentralen beschwert haben, haben bis zu 6-stellige Beträge verloren. Der Gesamtschaden durch solche Betrügereien beläuft sich allein in Deutschland jedes Jahr auf zig Millionen Euro. Es ist Vorsicht geboten. Bei hohen Gewinnversprechen und angeblich geringem Risiko. Neben den Verbraucherschützern warnt auch die Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht, also die BaFin, und das Bundeskriminalamt, also BKA, regelmäßig vor diesen betrügerischen Online-Handelsplattformen. Verbraucherinnen und Verbraucher sollten bei hohen Renditenversprechungen besonders vorsichtig sein und sich vorab umfassend über dieses Unternehmen informieren. Es ist wichtig zu prüfen, ob ein Impressum vorhanden ist. Wer genau ist der Anbieter und wo sitzt er, mit dem ihr euch in Vertrauen irgendwelche Finanzgeschäfte aufbauen möchtet? In der Unternehmensdatenbank der BaFin können Verbraucherinnen und Verbraucher beispielsweise nachsehen, ob der Anbieter eine Zulassung für den deutschen Finanzmarkt besitzt und somit überhaupt in Deutschland tätig sein darf. Und das bedeutet, dass wenn euch Unternehmen am Telefon, wie wir es hier auch ziemlich oft auf dem YouTube-Kanal hören, irgendwas von der FCA oder anderen Finanzdienstleistern erzählen, die diese überprüfen, sind diese normalerweise gar nicht mal so ausreichend, da grundsätzlich die BaFin in Deutschland tätig werden muss, um dieses Unternehmen auch zu überprüfen. In der Regel nennen die Unternehmen aber weniger die BaFin, sondern eher FCA oder andere Dienstleister. Verbraucher sollten niemals Fremden direkt auf ihren Computer über entsprechende Software wie Anydesk oder TeamViewer oder VNC ihr Zugriff erlauben. Die angeblichen Broker fordern dies oft beim Installieren der Handelssoftware. Es gibt Fälle, bei denen später die Bankkonten der Verbraucher und Verbraucherinnen ja kompromittiert wurden. Also das heißt, dass dort das Geld gestohlen wurde. Und Geld ohne Zustimmung abgezogen wurde. Wenn man sich bereits als Geschädigter sieht, sollte man unbedingt Anzeige bei der Polizei erstatten und den Fall der Verbraucherschutzzentrale und oder der BaFin melden. Grundsätzlich ist es natürlich sehr, sehr schwer, den Betrug direkt zu erkennen. Die Betrüger, die lassen sich auch immer wieder was einfallen und werden immer intelligenter, wie sie an euer Geld kommen. In den Telefonaten hier von Montag bis Freitag hören wir ja ziemlich oft und ziemlich aufschlussreich, mit was für Menschen wir es da eigentlich genau genommen zu tun haben. Hier auf dem YouTube-Kanal hören wir ganz oft die Seite, wo sie ihr wahres Gesicht zeigen. Doch in dem privaten Alltag von euch könnte das ganze Spielchen anders laufen. Ihr könntet eventuell an irgendeinen professionellen Fake geraten, der es schafft, euch das Geld aus der Tasche zu ziehen. Prüft daher immer das Impressum und ob diese Firma überhaupt auf dem Finanzmarkt arbeiten darf. Ich hoffe, dass ich euch mit diesem Infovideo wieder ein kleines bisschen weiter aufklären konnte und dass niemand von euch oder eurem Umfeld auf diese oder eine andere Masche hereinfällt. Informiert daher alle in eurer Umgebung, dass es diese Maschen gibt. Umso mehr Menschen wir gemeinsam darüber aufklären, umso weniger Menschen werden von diesen gemeinen Maschen am Ende auch betroffen sein. Klar ist, dass wir leider nicht immer alle schützen können. Und klar ist auch, dass wir nie alle verstehen werden, wie man auf so etwas hereinfallen kann. Allerdings gibt es sie, die Opfer. Teilt daher sehr gerne meine Videos auf den sozialen Medien oder direkt im Chat mit eurem Umfeld. Wenn euch das Video gefallen oder sogar weitergeholfen hat, dann lasst doch gerne einen Daumen nach oben da.
Abonniere den Kanal, wenn du auch in Zukunft keine weiteren Videos mehr verpassen möchtest. Am besten gleich mit Glocke, denn dann bekommst du auch immer eine kleine Information, wenn es was Neues auf dem YouTube-Kanal hier gibt. Wenn du magst, dann klicke gerne noch auf das letzte Video oder schau dir doch gleich die komplette Playlist an. Ich bedanke mich für deine Aufmerksamkeit. Die Welt ist böse, passt auf euch auf. Bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao. We'll be right back.